Jo Leute, ich weiß, ich habe euch gerade richtig hier das Intro verkackt, weil ihr alle beim Mitsingen wart und Skrr Skrr sagen wolltet. Ich wollte nur noch mal kurz, bevor das Video beginnt, sagen, stellt eure Fragen an Nacho, schreibt die in die Kommentare, weil da wird nämlich auch ein Q&A kommen, genauso wie bei Bounty. Ja, und jetzt kommt es. Skrr 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 Skrr. Grüezi, servus Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem erneuten schmackigen Video von Gundal Mojito. Heute geht's, wie ihr schon im Titel gelesen habt, wahrscheinlich um Nacho. Ja, Nacho. Ich habe mir eine zweite Katze gekauft. Ist mal wieder eine Babykatze. Und ich freue mich schon richtig, euch den Kleinen zu zeigen, Digga, weil er ist so süß einfach. Nur der ist einfach. Ich werde jetzt einfach mal reingehen ins Wohnzimmer. Und ich glaube, die sind hier gleich ums Eck, die beiden. Schauen wir mal, was die beiden machen. Was macht ihr da? Nacho kann man jetzt nicht wirklich sehen. Nacho, komm mal her. Nacho. Hey, Nacho. Hey. So, Leute, das ist Nacho. Nacho, bleib hier, ich brauche dich fürs Video. So, ich werde jetzt Nacho erstmal hochheben, dann zeige ich ihn euch so ein bisschen. Nein, komm her. Ich weiß, du hast das. Komm hier raus. Was ist los? Okay, hier ist er. Grüß dich, servus Nacho. Warte mal, ich gehe mal hier ins schöne Licht. Ne, hier ist ein besseres Licht. Ne, hier ist ein gutes Licht. Nacho! Ah, sie pennen ja! Oh Gott, okay. Er flippt gerade ein bisschen aus. Ja, das ist Nacho. Das ist einfach Nacho. Der hat auch diese Faltohren, wie ihr sehen könnt. Ich finde die Farbe ist richtig geil. Das ist so ein Grau, ich glaube Lilac oder sowas nennt man das. So ein richtig helles Grau, fast schon weiß, beige mäßig. Ich finde die Farbe halt richtig schön. Ich bin mal echt gespannt, was für eine Augenfarbe er bekommt, weil jetzt sehen die recht grün aus. Kann aber auch sein, dass die irgendwie so bläulich werden. Junge, ist der gerade vom Tisch auf die Couch gesprungen? Nacho, du bist Spider-Man! Er ist jetzt, wie alt ist er eigentlich? Ich glaube 8 Wochen ist er jetzt ungefähr. Und was richtig krass ist, ihr kennt ja noch die Videos von Bounty. Und wenn ich jetzt mal Bounty herhole, hier mal den Vergleich zwischen... Alter Bounty, was machst du da auf dem Tisch? Mal den Vergleich zwischen Bounty und Nacho, wie krass Bounty schon gewachsen ist. Das ist echt krass. Ich hoffe, die fighten jetzt hier nicht. Nacho, bleib hier. Ich versuche mal irgendwie mit den beiden ein bisschen zu spielen, dann seht ihr es besser. Jetzt wird gespielt, Leute. Jambos, kommt her! Also hier ist schon mal Bounty. Ich weiß nicht, wo Nacho bleibt. Da ist er. Nur damit ihr mal den Vergleich zwischen der Größe hier seht, wie groß eigentlich Bounty geworden ist. Das Ding ist, Bounty ist eigentlich immer noch recht klein. Aber wenn man halt jetzt wieder so eine richtige Baby-Baby-Katze sieht, dann sieht man einfach erst, wie schnell die wachsen, Mann. Da ist er. Jetzt seht ihr perfekt hier den Größenvergleich. Guckt euch dieses kleine Nacho-Ding an und dann Bounty daneben. Das ist echt krass. Ja, ich habe den kleinen Racker jetzt seit... Wie lange habe ich dich, Nacho? Ich glaube, 2-3 Tage oder sowas. Und erstmal danke so an all die ganzen Leute... Oh Gott, fall nicht hin. Die mir geschrieben haben, hey, es ist blöd für eine Katze, für eine Hauskatze, wenn sie alleine ist, also für Bounty. Ich habe mich da noch ein bisschen erkundigt im Internet und so weiter. Und es ist einfach besser, so wenn man 2 Katzen hat. Weil wie gesagt, ich kann nicht immer zu Hause sein. Und dann geht es auch Bounty einfach besser, so wenn die nicht alleine ist. Das Ding ist, ich habe am Anfang irgendwie echt ein bisschen Schiss gehabt. So weil, als wir ihn mit nach Hause genommen haben, den Kleinen, Bounty hat ihn gehasst, Digga. Bounty hat ihn richtig angefaucht, was aber auch normal ist, glaube ich, weil sie kennt halt, sie denkt halt so, sie ist der Chef hier und hier gibt es keine anderen Katzen. Und dann kommt auf einmal so ein kleiner Pisser daher. Aber ich muss sagen, mittlerweile geht's. Also mittlerweile verstehen sie sich echt ganz gut. Die raufen noch ab und zu so ein bisschen, ist aber, glaube ich, auch normal. Und ich glaube, da baut sich so eine richtige, Alter, das ist mein Spielzeug hier. Da baut sich so eine richtige Katzenfreundschaft auf. Ja, was kann ich noch sagen? Also wie gesagt, er ist 8 Wochen alt, ist ein Kater jetzt. Digga, der ist so süß, Alter. Was einfach so süß ist, sind diese Klappohren, oder wie man die nennt. Das ist so süß. Nacho, du bist so süß. Übrigens hier der Account von Bounty. Grüß dich, servus Bounty. Das ist jetzt quasi, also Bounty teilt sich jetzt den Insta-Account mit Nachos zusammen. Die heißen jetzt, glaube ich, auf Insta, lass mich nicht lügen, Bounty und Nacho oder Bounty and Nacho oder sowas. Viele von euch habt ihr eh schon mitbekommen. Ich glaube, der Account hat jetzt irgendwie fast 50.000 Abonnenten oder so. Das ist einfach krank. Ja, was kann ich denn noch so machen mit dir, Nacho? Willst du irgendwas? Oh Gott. Jetzt bin ich hier an den Stuhl gekommen, er hat sich erschreckt. Komm zurück. Nacho, willst du irgendwas sagen? Willst du irgendwas sagen, Nacho?
Ja, das ist der Katzen-Lifestyle. Jetzt habe ich halt nicht mehr einen Tiger hier, sondern zwei. Jetzt schleicht er sich an. Nacho, gib alles. Ich glaube an dich. Sag jetzt nicht, dass du jetzt keinen Bock mehr auf Spielen hast. Du spielst den ganzen Tag und wenn ich ein Video machen will mit dir, dann hast du einfach keinen Bock mehr oder was? Was kann ich euch da noch sagen so über den kleinen Nacho? Das ist halt auch eine britisch Kurzhaar, also gleiche Rasse wie Bounty auch. Bloß er hat halt diese Klappohren. Deswegen auch Nacho eigentlich, weil ich finde halt seine Ohren sehen irgendwie aus wie so Nacho-Ecken. Nacho! Ja, richtig süßer Kater, Alter. Und ich glaube, er wird so ein richtiger fetter Kater. Also nicht fett, aber so ein großer Kater. Einfach, Alter, lass mein Spielzeug hier. Komm mal nochmal her, Nacho, hier. Muss ich mal ordentlich in die Kamera halten. Sag Hallo zu deinen Fans. Digga, sein Gesicht ist so süß einfach. Okay, ich will jetzt nicht zu krass abfucken, so der mag das irgendwie nicht, wenn man ihn hochhebt. Aber ich muss sagen, Digga, er ist... er ist so ein richtiger Frechdachsmann, also... Oh Gott, nein, tu dir nicht weh, kleiner Nacho. Was halt so süß ist, er ist halt noch so richtig tollpatschig. Man merkt es eigentlich einfach so krass. Also seine Bewegungen, die sind noch so richtig unkontrolliert. Ihr seht es ja selber. Digga, hast du gerade das Spielzeug kaputt gemacht? Ich glaub's nicht, Nacho. Guck, was du getan hast. Guck's dir an, Nacho. Guck's dir an. Okay. Schaut ihn euch einfach an. Eigentlich muss ich gar nicht reden. Beobachtet ihn einfach ein bisschen. Schaut auf jeden Fall auch mal hier bei seinem Insta, also bei deren Insta vorbei. Digga, Bounty schaut gerade so richtig abgefuckt. Komm mal her, Bounty. Ich will dich ja nicht vernachlässigen hier. Komm mal her. Wie geht's dir, Bounty? Und ja, das war's auch schon mit dem Video, Leute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Alter, ich fühle mich mittlerweile wie so ein Katzen-YouTuber, Digga. So, Nacho, jetzt komm mal her. Jetzt muss ich noch einmal hochheben. Einfach fürs letzte Bild. Ich weiß, du hast es. Sag Tschüss, Nacho. Es war mir eine Ehre, mit dir ein Video zu machen. Also Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bounty, du bist auch wieder back am Mic, ich weiß es. Nacho, du auch. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Heide Ackermann und Peace.